Moin Moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Goblumbo und willkommen zum vierten Teil von Day of the Tentacle. Okay, wie ihr wisst, haben wir jetzt einen Pullover in den Trockner reingesteckt, damit der ganz viele Jahre da drin verweilt und ganz, ganz klein wird für den Hamster. So. Jetzt geht's weiter im Text. Gehen jetzt nochmal in den Keller zu Dr. Fred. Und er hat da vor sich eine schöne Kaffeetasse. Wir haben ja, wie ihr das letzte Mal wisst, schon Kaffee gemopst aus der Küche. Und jetzt kriegt er von uns erstmal einen entkoffinierten Kaffee. So. Der sorgt dafür, dass Fred erstmal eine Runde pennt. Beziehungsweise schlafwandelt. Oh, das brauche ich jetzt. Super. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie tun. So, dieser Vertrag, den brauchen wir unbedingt und wir brauchen den auf jeden Fall unterschrieben. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt jemandem schicken können? Nee. Dann machen wir mal eine Runde mit Hogi weiter. Okay, wir gehen mal zum Gasthaus hier vorne. So, wie schon gesagt, die Häuser sind im Endeffekt relativ gleich aufgebaut. Das macht das Ganze relativ einfach. So, hier draußen ist auch ein Briefkasten. Den öffnen wir mal eben. Wie kann ich die öffnen? Klar. So. Da ist ein Brief drinnen, den wir brauchen. Den nehme ich auch mal eben raus. So. Mal gucken, was da drin steht. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Der Typ, der sich ja umbringen wollte bei Bernard, der sagte ja, dass er auch Designer ist. Und das kann man dem geben und dann kommt er raus aus seinem Zimmer. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. So. Da ist er wieder, die Mumie, die normalerweise draußen steht. Wir gehen aber erstmal in die erste Tür rein. So, dafür haben wir ja diesen Zettel. Das ist der Vorschlag für George Washington. Den packen wir hier rein. So, und schauen, was passiert. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Das ist unser George Washington. Er sagt uns, er hat eine Idee. Hat sie irgendetwas mit Feuer machen zu tun? Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Also die Vorschlagbox haben sie jetzt da angebracht, damit sie Ideen für die Verfassung kriegen, weil sie selber keine Ideen haben. Der Blondschopf ist auch relativ bekannt. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Er hat hier vor sich nämlich so eine Zeitkapsel. Die müssen wir auch nochmal füllen. Die will er für die Nachwelt dann lassen. Ah, da ist ein Vorschlag. Super. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte.
Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da, also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Na. Ja, überhaupt nicht eingebildet, na gut. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür, okay. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So, und jetzt kommt nämlich in der Zukunft ein Staubsauger auch in den Keller, den Laverne am Ende braucht. Da ist er doch. Zack, da kommt er. Haben wir schon mal vorgearbeitet. So, dann gehen wir mal da. Hier ist eigentlich die Küche. Na, wie bei Bernard. So, da klauen wir die mal eine Runde. Gehen in den nächsten Raum. Jetzt haben wir hier Nudeln und Öl. Hier klauen wir uns den Eimer raus. In dem Raum davor gibt es nämlich Wasser gleich. Hier öffnen wir nochmal eben den Schrank und klauen uns die Bürste. So, jetzt füllen wir den Eimer mit Wasser. Wir benutzen den Eimer mit der Wasserpumpe. Ganz vorbildlich. So, jetzt haben wir einen Eimer mit Wasser. Was wir aber noch brauchen, ist Seife. Weil draußen ist ja dieser schmutzige Wagen, den müssen wir sauber machen. Okay. Da haben wir John Hancock und das ist unser berühmter Thomas Jefferson. So, da ist George Washington. So, dem muss ich nämlich so eine Scherzartikel-Zigarre nämlich andrehen, damit der seine Zähne verliert. Aber das zeige ich euch auch noch ein bisschen detaillierter nachher, wenn ich die ganzen Sachen habe. So, wie vorhin schon gesehen, Hobie hat mir den Brief geschickt mit dem Design. Ne, da gehen wir gleich nach oben. Aber erst gucken wir uns einmal kurz den Dr. Fred an. So. Er leidet unter Schlafwandlerei. So, und da ist der Vertrag, den wir brauchen. So. Wir können gerne versuchen, den mal zu nehmen. Mal gucken, was passiert. Nimm den Vertrag. Zack. Und der haut dir fast die Hand ab. Der bricht dir die fast. So. Das klappt also so nicht. So, wir gehen nach oben und zwar ins zweite Zimmer, wo das pixelige R draufsteht. So. Hey, hier ist ein Brief für dich. Das ist der Brief, den Hobie Bernard geschickt hat. Da steht da drauf, dass hier von wegen, du bist ein toller Designer und du musst nach Baltimore. Und darüber freut er sich jetzt natürlich. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Und wie siehe da. Er freut sich wie ein Schneekönig. So, jetzt nehmen wir natürlich unsere Scherzpistole. Und gehen nach unten. Zu dem Scherzartikel-Typi. So, wir tauschen die Waffen aus. Natürlich mit einem ganz simplen Trick. Boah, der Junge hat gerade im Lotto gewonnen.
Was macht der Dicke? Der dreht sich natürlich um und man kann das schnell austauschen. Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. So, und jetzt muss man ihn dazu bringen, dass er einem wieder die Zigarre andrehen will. So, was kann ich für dich tun, mein Sohn? Jetzt sagt man, oh, nette Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Noch eine Zigarre. Und jetzt will man sie natürlich haben, okay, aber zünden sie diesmal nicht an. Und der Scherzkeks natürlich, würde ich so etwas jemals tun? Natürlich, du alter Fiesling, du. So. Er wollte sie nämlich gerade wieder anzünden, aber nix da. Wir haben ja die Waffen ausgetauscht und da kommt nur ein Bang. Und jetzt kommt das dicke Grinsen von Bernard gleich noch. Ich verstehe das nicht. Na? Dickes Grinsen? Jawohl. Zwinker, zwinker. So. Jetzt ist er natürlich sauer, weil seine Tricks halt nicht funktioniert haben. So, wir schicken zicken jetzt das Feuerzeug und die Zigarre rüber. Und gehen wieder zu George Washington. So, jetzt geben wir ihm eine Zigarre. Die kann er natürlich nicht ablehnen. So, Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Jassichi. Nun, wenn es so ist. So, und wie erwartet, explodiert sie natürlich. Man muss dazu sagen, George Washington hatte Zähne, die aus Holz waren. Zumindest wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm unterhält, dann sagt er einem das. So, jetzt sollen wir für ihn die Zähne wieder suchen. Wir haben natürlich die klapprigen Zähne von Bernard bekommen. So, kannst du die gebrauchen? Jetzt kriegt er die klappigen Zähne und dann sieht das so aus, als wäre ihm kalt. Ist natürlich wieder gut für den Hancock, weil dann machen sie endlich mal das Feuer an. So, seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. So, George Washington ist ja quasi das Oberhaupt hier und für den wird alles gemacht. So, ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Diesen Holzblock wollte er eigentlich auch in diese Kapsel reinpacken und für die Nachwelt erhalten. Aber daraus wird jetzt nichts. Weil jetzt zicken sich die beiden da vorne noch mal eben an. Keiner will unbedingt das Feuer machen. Nach 2 Stunden haben sie es endlich hingekriegt. Sehr gut. So, vielen Dank fürs Zuschauen
Und ich hoffe, ihr seid bei der 5. Folge, wenn es wieder heißt Goblomo und Day of the Tentacle.